alt. Ich bin Dave. Was schaut er mich denn so schräg an? Scheiße. Besser. Ja. Ja, heute gibt es eine Videoantwort für den Howie Art und der ist bekanntlich Geocacher. Ja, und beim Geocaching, da passiert einem schon so einiges. Teilweise sind die Dinger ziemlich böse versteckt. Gut, manche sind am Boden, das ist ganz easy. Aber bei manchen muss man eben auch beispielsweise am Baum hochklettern, am Seil hochklettern oder sich abseilen. Das ist schon ziemlich heftig und deswegen dieser Einstieg. Ja, Markus, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 199 Abonnenten. Mittlerweile sind es schon über 250, habe ich gesehen. Hast du dir verdient? Ich finde deinen Kanal sehr interessant, denn wie du weißt, uns verbindet das gemeinsame Hobby Geocaching. Ich habe das ja auch lange Zeit gemacht. Mittlerweile bin ich eher passiv, sagen wir mal. Gelegentlich mache ich noch eins. Aber Bushcraft Survival steht für mich mittlerweile an erster Stelle. Trotzdem, das Thema fasziniert mich immer noch. Man kann dabei auch wirklich tolle Orte in der Natur kennenlernen. Und darum schaue ich auch bei dir gerne mal rein. Für deine Challenge wolltest du von uns wissen, was der größte Fehlkauf war. Darüber musste ich richtig nachdenken, denn um ganz ehrlich zu sein, so einen richtigen Fehlkauf, so einen richtigen Griff ins Klo, habe ich mir bisher eigentlich noch nie geleistet. Klingt zwar komisch, aber ist tatsächlich so. Und das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich gar nicht so eich viel Ausrüstung habe und meistens auch relativ lang darüber nachdenke, ob ich mir was kaufe und was. Es ist vielmehr so, dass es manche Sachen gibt, wo ich sage, naja, es hätte besser sein können oder die sind irgendwie nicht praktisch genug und deswegen nehme ich sie einfach nicht her und dann liegen sie im Schrank. Und ich dachte mir, ich stelle dir einfach diese Gegenstände mal vor. Als erstes wäre da meine Isomatte zu nennen. Die hier. Schon ewig alt, funktioniert eigentlich auch gut, aber die hat bloß 50 cm Breite. Normalerweise reicht das. Aber mich nervt das, wenn ich drauf liege und dann die Arme ausstrecke, dann liegen die immer auf dem Waldboden. Finde ich bescheuert. Wenn ich mir nochmal eine kaufe, dann ist die mit Sicherheit mindestens 10 cm breiter. Als nächstes wäre da mein Handwärmer zu nennen. Sowas. So ein Teil, wo man so knicken muss und dann ist es vielleicht so eine Viertel oder halbe Stunde warm. Das funktioniert zwar, gar keine Frage, aber mich nervt dann das anschließende Auskochen, damit sie wieder betriebsbereit sind. Und außerdem ist es so, dass ich auf meinen Touren irgendwie immer was zu tun habe mit meinen Händen. Entweder habe ich die Kamera in der Hand oder das Stativ oder ich kletter irgendwo rum. Meistens habe ich auf jeden Fall die Hände nicht da, wo sie sein sollten, nämlich in der Tasche, wo dieser Wärmer steckt. Und darum nützt mir das in der Praxis einen feuchten Scheißdreck, um es mal genau zu sagen. Und deswegen stauben die Dinger, ich habe gleich einen ganzen Pack davon, deswegen stauben die Dinger im Schrank so vor sich hin. Das gleiche gilt auch für den Taschenofen, der mit Benzin funktioniert. Das Ding funktioniert super gut, hält auch ein paar Stunden, wenn man ihn voll macht. Aber genau dasselbe Problem, irgendwie komme ich nie dazu, meine Hände daran zu wärmen, weil ich laufend so mit irgendwas anderem beschäftigt bin. Und meistens habe ich das Geraffel dann auch gar nicht dabei. Als größter Fehlkauf hat sich allerdings ein Gegenstand erwiesen, der nichts mit Bushcraft oder mit Geocaching zu tun hat, sondern mit der Filmerei. Und das ist diese Steadicam, die ich euch erst neulich in einem Video vorgestellt habe. Zwar funktioniert das Ding, das ist keine Frage, man kann damit beim Laufen schon wirklich ruhige Aufnahmen hinbekommen, aber für mich hat es sich einfach als sehr unpraktisch erwiesen. Auf meinen Touren brauche ich ein Stativ, das möglichst flexibel einsetzbar ist. Zum Beispiel, wenn ich mich selber filmen will. Da meine Kamera keinen besonders guten Weitwinkel hat, bin ich darauf angewiesen, dass die Kamera mindestens mal einen Meter von mir weg ist, weil ansonsten habe ich nur den Kopf drauf und von der Umgebung nichts mehr. Und wenn ich jetzt das Steadicam ausstrecke,
dann komme ich nicht weit genug weg. Oder wenn ich mit der Kamera mal über einen Abgrund drüber will, ja, da komme ich nicht besonders weit mit diesem Teil. Und wenn ich aber ein Stativ habe, das vielleicht 1,5 Meter lang ist, dann kann ich da schon über den Abgrund drüber gehen und richtig zeigen, was Sache ist. Oder wenn ich das Stativ irgendwo hinstellen will, wo es sehr uneben ist, da komme ich mit diesen Füßchen nicht besonders weit. Ja, deswegen war das also ganz klar mein größter Fehlkauf, auch finanziell, weil das Ding war nicht gerade billig im Vergleich zu den anderen Ausrüstungsgegenständen, die ich habe. Ja, das war's auch schon wieder. Dir, Markus, wünsche ich noch viel Erfolg mit deinem Kanal, auf dass du noch tausende von Abonnenten dazu bekommst. Ich für meinen Teil finde es ja immer sehr interessant, wenn aus so einem kleinen Kanal plötzlich ein immer größerer wird, immer mehr Abonnenten dazukommen. Diese Entwicklung zu sehen, auch von den Videos am Anfang. Ja, die ersten paar Videos, das erinnert mich natürlich an mich selber. Da ist man noch so. Und irgendwann mal, dann kann man so richtig lospowern vor der Kamera, da hat man sich einfach dran gewöhnt. Finde ich, wie gesagt, immer sehr interessant und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich freue mich auf deine künftigen Videos. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.